Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gibt aktuell auf sämtlichen Plattformen einen Patch von ungefähr 50 MB, bringt ein paar Verbesserungen und einen Nerf, dem viele sehnlichst erwarten. Und ich möchte euch in Zahlen zeigen, warum dieser Nerf total sinnlos leider ist. Zum einen wurde der Bangalore Skin gepatcht, der aktuell erhältlich ist mit dieser einzigartigen Ladebildschirm-Animation. Da gab es einen Fehler. Was genau das Problem ist, weiß ich gar nicht. Und zum anderen wurden zwei Waffen zurück ins Spiel gepatcht. Viele wussten gar nicht, dass sie überhaupt raus sind und haben mich unter diversen Videos und auch im Livestream gefragt, Mensch, die Sentinel ist weg, die Rampage ist weg. Was ist los? Zu 99% kam die Frage, warum ist die Rampage weg und geil, dass sie weg ist. Also, das kam bei vielen gar nicht an. Die Rampage und die Sentinel sind jetzt zurück, weil es einen Glitch oder einen Exploit gab, wo wir unendlich oft die Thermit in die Rampage laden konnten, beziehungsweise dauerhaft die Rampage mit der Thermit geladen hatten. Und genauso war das mit der Sentinel und einer Schildzelle. Das ist jetzt behoben. Beide Waffen sind wieder zurück und sind wieder auffindbar. Die Rampage hat einen Nerf bekommen. Einerseits auf den Grundschaden und einerseits auf den Verbrauch der Thermitgranate, wenn es geladen ist. Ich zeige euch jetzt in Zahlen und Fakten gleich, warum dieser Nerf absolut sinnlos ist und nicht wirklich viel bringt. Vorher ein kleiner Teaser, es gibt demnächst endlich mal wieder ein Unboxing von meinem Partner Aim Controllers, die hier so wunderschöne Controller machen mit Pedals und so weiter. Aim Controllers hat jetzt ein neues Feature für die Controller. Und bei dem neuen Controller ist es definitiv dabei. Und in diesem Unboxing gibt es noch ein bisschen Zubehör wie Tastatur, Maus und so ein bisschen Schnickschnack, den ich verlosen will. Ich weiß allerdings noch nicht für meine Abonnenten natürlich, ob ich das auf YouTube oder auf Twitch live mache. Lasst euch da mal überraschen. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten ein, zwei Wochen realisiert bekomme, wenn das Paket dann endlich da ist. Und jetzt möchte ich euch in Zahlen zeigen, warum der Nerf so absolut sinnlos ist. Zum einen, die Rampage verbraucht jetzt mit einer geladenen Thermitgranate ein bisschen mehr Thermit. Das ist aber nicht extrem doll spürbar, wie ich finde. Ich spare mir das jetzt, euch das im Trainingsgelände zu zeigen. Und der Grundschaden von 28 Schaden pro Kugel auf 26. Ihr seht in Zahlen, hoffentlich schon direkt, ohne dass ich es groß erklären muss, auch wenn ich das trotzdem mache, dass der Nerf 0 bringt. Zumindest wenn ihr vor einem Gegner steht, der 100% Lebenspunkte hat, wenn es jemand ist, der vielleicht schon Headshot von euch kassiert hat oder irgendwas anderes noch nicht komplett geheilt wird, dann mag das was bringen. Aber ihr seht hier die Werte einmal alt und einmal neu und die Auflistung hier. Schwarz ist ohne Schild, dann kommt weiß, blau, lila und ein rotes Körperschild. Und ganz rechts am Ende seht ihr, wie viel Kugeln ihr braucht und es ist egal, ob 28 oder 26 Grundschaden, das ist egal. Bei 100 HP ohne Körperschild braucht ihr 3,57 und mit 26 Schaden 3,84 Kugeln. Aufgerundet 4 Kugeln bis nach unten seht ihr hier bei einem roten Körperschild 225 durch 28 Grundschaden oder durch 26 Grundschaden sind entweder 8,03, also wir brauchen mindestens 9 Kugeln und bei 26 Schaden ebenfalls mindestens 9 Kugeln aufgerundet. Also ihr seht, wenn ihr vor einem Squad oder vor einem Gegner steht, der voll geladen ist, ist es vollkommen uninteressant, was dieser Patch mit sich bringt oder dieser Nerf. Und erst rechnerisch ab einem Nerf von 28 auf 24 macht dieser Nerf Sinn. Selbst bei 25 würde sich an den Kugeln nichts ändern. Erst ab 24 Grundschaden Nerf würde es ab der Stufe Weiß eine Kugel mehr pro Schild geben. Nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen ist dieser Nerf meiner Meinung nach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und bringt absolut nichts. Lasst mich in den Kommentaren einfach mal wissen, ob ihr schon spürbar irgendwelche Veränderungen in den Waffen gemerkt habt. Ich jedenfalls kann keine Veränderungen spüren. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.